Ja, herzlich willkommen jetzt hier zum Podcast Pur Du. Hier geht es um dich. Höre zu und wachse. Wachse in dir. Das hier ist dein Leben und all die Impulse, die ich hier durchgesagt bekomme und im Podcast einfach ausspreche, die sind für dich bestimmt. Einfach damit du dich erkennst und deine volle Größe annehmen kannst. Sei herzlich willkommen, höre auf zu kämpfen und beginne dein Leben. Jetzt! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Serie Pur Du. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel. Ich bin die Hüterin der inneren Kinder und Dolmetscher des Universums. So, jetzt bist du in der 5. Audiodatei zum Thema Pur Du gelandet. Und es geht heute um ein ganz anderes Thema, nämlich die Leidenschaft, die Leidenschaft. Diesen Satz kennst du und hast du schon vielfach gehört, möglicherweise ist er auch schon ein bisschen abgedroschen, aber ich finde ihn immer wieder gut, wenn man ihn ein bisschen auseinanderpflückt. Leidenschaft, die Leidenschaft ist natürlich sehr einfach erstmal, eine Leidenschaft kann Leiden schaffen, ja, verstehe ich, aber wo ist denn überhaupt Leidenschaft? Was ist denn überhaupt Leidenschaft? Meine Assoziation zu Leidenschaft ist ganz klassisch, ich bin in etwas unerbittlich, ich bin in etwas so nachgebend, so dran, so drin, ich bin pur dabei, fast versessen, diese Sache fortzuführen, durchzuziehen, durchzusetzen. Ich bin voll und ganz mit mir bei der Sache. Das ist für mich jetzt in meiner Übersetzung erstmal was ziemlich Cooles. Also ich meine, ich werbe mit Leidenschaft und pur Weitzel. Warum nehme ich das jetzt als Thema? Du hast in den vorherigen Audios gehört, dass ich schon sehr kritisch damit umgehe, wie unsere Gesellschaft, wie du, wie ich, mit dem Thema Achtsamkeit oder auch mit dem Thema Gesellschaft umgeht. Ich habe einige Andeutungen schon gemacht, dass wir, wenn wir auf uns gucken, häufig gar nicht gut in der Lage sind, auf uns zu gucken, weil wir gar nicht dankbar für das sind, wo wir drin leben. Oder vielleicht sagst du doch, das habe ich doch schon längst gemacht. Ich weiß gar nicht, warum du da drauf rumreitest. Trotzdem bleibt die Ausstrahlung unserer Gesellschaft negativ. Denn wenn man mal in den Social Medias eintaucht und so ein bisschen verfolgt, was da in der letzten Zeit so gesprochen wird, ausgetauscht wird, dann ist der Sog doch sehr deutlich. Der Sog ins Dunkle, ins Traurige, ins Dramatische. Das war sicherlich vorher auch schon so. Ich empfinde aber in den letzten Wochen diese Welle und Woge doch sehr, sehr stark. Und ich bin natürlich hier mit meiner Praxis als Coach auch im Zentrum der Gesellschaft, kriege sehr, sehr viel mit, bekomme natürlich auch in der Umgebung hier sehr viel mit, die Stimmen höre ich. Und das ist wirklich beeindruckend, wie stark der Sog ins Negative geht. Sonst bräuchten wir auch nicht so eine krasse und starke Gegenbewegung in die Achtsamkeit, ins Licht und so weiter. Denk da mal drüber nach, wenn du das hörst. Was löst das bei dir aus? Meistens erlebe ich meine Klienten so, dass sie sagen, ja, aber ich nicht. Und dann muss ich immer lachen und muss sagen, naja, ich bin auch nicht frei davon. Dann werden sie es schon ein bisschen entspannter und dann kommt so ein bisschen, naja, vielleicht stimmt das auch, dieses Negative, aber es ist ja auch gerade ganz schlimm. Denk mal über das nach, was ich gerade sage. Die Menschen, die wir heute sind, da könnte man jetzt, mein Großvater würde vielleicht sagen, naja, ihr seid auch nicht ausgelastet, ihr habt keinen Krieg erlebt, ihr habt nicht hungern müssen, ihr habt kein Leid erlebt und so weiter, könnte man jetzt Gegenreden steuern, wollen wir nicht. An dieser Stelle braucht es das auch nicht, denn es geht gerade nur um dich. Es geht nur um dich und nicht das, was da draußen ist, ist wichtig, sondern nur du. Sei mal ehrlich mit dir und frag dich mal, ob du einer von denen bist, die bei den Social Medias gerne auch mal abkotzen würde und gerne mal schreiben würde, es ist alles schlimm und schrecklich. Die ganzen Hunde und Katzenkinder, die ausgesetzt werden, die Pferde, die verhungern, die verwahrlosen, die Tiere im Zoo, die angekettet sterben, die Menschen, die alle nicht mehr richtig miteinander umgehen, die Amokläufer, die alles erschießen, was nicht bei drei fortgelaufen ist und so weiter und so weiter. Oder die ganzen Missbräuche, Vergewaltigungen und, und. Okay. Ich stimme zu, ich sehe das auch und es nimmt mich auch mit, ich nehme Anteil daran. Aber was genau hat das jetzt gerade in diesem Moment mit dir zu tun und mit deiner Stimmung? Und es ist sicherlich wichtig, dass wir alle nicht die Augen zumachen und Nabelschau betreiben, aber fang doch erstmal mit einer Nabelschau an, bevor du im Außen das beurteilst, was du gar nicht weißt, was da wirklich Fakt ist oder wie du es zu beurteilen hast und wie du es vielleicht auch gar nicht beurteilen musst.
Ich weiß, ich bewege mich da gerade so ein bisschen auf einem Glatteis, aber versuch mal dran zu bleiben und mir zu folgen. Jetzt nehmen wir mal an, du kriegst mit, dass das Social Media Like irgendwas gepostet wird, was dich echt berührt. Was weiß ich, die Gewalt in den Häusern in der Corona-Zeit, Lockdown-Zeit, was da so mit Kindern passiert ist oder mit Partnerinnen und Partnern. Das haben wir alle gehört, gelesen und wir können das jetzt liken, wütend, mit einem wütenden Smiley, mit einem weinenden Smiley. Du merkst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Was wird dadurch anders, wenn du das tust? Und was hat das mit dir zu tun? Ich will damit nicht sagen, verschließe die Augen vor dem, was da ist, sondern wir müssen darüber nachdenken, was wir eigentlich tun, um Anteil zu nehmen. Hast du daraufhin dich beworben beim Frauenhaus und hast gesagt, ich arbeite jetzt ehrenamtlich hier und helfe euch? Hast du eine Kleiderspende gemacht? Hast du für Kinder einen Hort eingerichtet? Hast du dich engagiert? Hast du daraufhin irgendetwas getan, was wirklich helfen könnte? Oder hast du geliked im Sinne von wütendem Smiley oder traurig oder? Du merkst, ich piekse immer da rein, wo wir es nicht haben wollen. Aber sei mal ehrlich mit dir. Und was hat das jetzt mit dir zu tun, wenn ich dich also frage, du liest diese Social-Media-Nachrichten, wie gehst du damit um? Zieht es dich runter? Macht es dich glücklich? Macht es dich froh? Was genau löst es bei dir aus? Lass dir mal einen Moment Zeit. Wie leidenschaftlich bist du eigentlich dabei, wenn du bei Facebook bist oder wenn du irgendwo anders bist? Wir müssen jetzt gar nicht mit Facebook arbeiten, das ist jetzt nur eine Idee, sondern vielleicht gehst du mal in Kontakt mit einem Lockdown-Zoom-Meeting mit einer Freundin oder zwei, drei Freundinnen. Und ihr unterhaltet euch über euren Partner, über Nachbarskinder, wie der Nachbar von gegenüber damit umgeht, mit dem Maskentragen, wer von denen hat eigentlich drei Packungen Klopapier oder auch die Frage beim Zoom-Meeting mal darüber nachzudenken, was da so gesellschaftlich gerade passiert, wie der Chef gerade drauf ist oder was die Politiker gerade meinen. Wie entspannt bist du bei solchen Gesprächen? Was bringst du ein und wie viel hat das mit dir zu tun? Wie viel schimpfst du über das, was du nicht verändern kannst oder was du vielleicht augenscheinlich nicht verändern möchtest? Wie leidenschaftlich bist du bei der Präsentation der Negativitäten, der negativen Beispiele? Wie leidenschaftlich bist du im Engagement darüber zu wettern, dass es irgendwelche Verschwörungstheorien gibt oder dass der Nachbar schneller war und drei Packungen Klopapier erwischt hat? Wie leidenschaftlich bist du dabei, Verbesserungsvorschläge herauszuwerfen, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen könnten im Lockdown, wenn sie alleinerziehend oder von mir aus Doppelverdiener sind oder what? Ever. Wie leidenschaftlich bist du in der Beurteilung des Außen? Ich weiß, es gibt jetzt die Möglichkeit, mich wegzudrücken, weil ich unangenehm bin, weil ich pieksig bin. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine von vielen, das auszuhalten für den Moment. Auszuhalten, dass es da jemanden gerade mal gibt, den du schon vielleicht ein paar Mal gehört hast, ganz gut fandst. Boah, und jetzt drückt der da in diese Wunde rein. Ja, und ich bin auch ein Mensch, ich bin auch nicht frei von. Wie oft hast du dich in den letzten Wochen beklagt? Wie oft hast du dich im Vergleich dazu bedankt? Du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, Leidenschaft, die Leidenschaft, ja. Je leidenschaftlicher du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in irgendeiner Form Leidenschaft ist. Aber wenn du jetzt dir überlegst, wofür du leidenschaftlich bist, zum Beispiel in den Negativitäten, in dem, was dich ausmacht im Moment, in dem du dich beschwerst über all das, was da draußen nicht funktioniert, wie zum Beispiel es regnet ständig, ne? Kann man sich darüber echauffieren und auslassen, stundenlang kann man das. Kann man sich darüber auslassen, dass es keine richtig guten Kerle da draußen, ja, kann man stundenlang. Frage, was hat das mit dir zu tun und was wird das Auslassen verändern? Es schafft Leid. Es schafft Leid und vor allen Dingen nicht im Außen, sondern in dir. Es schafft Leid in dir und deiner Sicht auf diese Welt. Und wenn wir das alle tun, und das tun wir leider alle über die Social Media, selten, dass einer auf die Frage, wie geht es dir, alles okay, sagt, ja, klar. Oder ja, besonders gut.
Es kommen meistens Abers hinterher oder zynische Bemerkungen. Achte mal drauf. Und das heißt nicht, dass du ab sofort alles belächeln sollst und in den Hintergrund drücken sollst und so tun sollst, als wäre alles in Ordnung. Das meine ich nicht. Aber sei dir mal bewusst, wann immer du nach außen deine Bedenken trägst. Was haben diese Bedenken wirklich mit dir zu tun? Wie oft ertappst du dich dabei, über etwas zu schimpfen, was du gar nicht als schlimm empfindest? Also ich habe natürlich fälschlicherweise am Anfang eingeführt über die Dinge, die wir da so lesen bei Facebook, und die sind natürlich dramatisch. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken müssen, was alles passiert ist in der Zeit des Lockdowns. Muss ich aber, weil ich mich natürlich damit auseinandersetze und auch hier in meiner Praxis konfrontiert werde. Aber das sind wirklich Beispiele, wo wir tätig werden müssen und nicht immer nur reden. Und dann müssen wir die Hälfte unseres Kleiderschrankes aussortieren und spenden. Oder dann müssen wir hinfahren und sagen, kann ich mich anbieten? Ich bin im Lockdown, ich habe hier eine Maske, ich habe Handschuhe, kann ich mithelfen? Wäre meine Maßnahme, um diese Worst-Case-Szenarien zu nehmen. Man kann auch im Tierheim übrigens arbeiten, nur mal so. Und wie viel Übernahrung hast du in deinem Kühlschrank und könntest es vielleicht abgeben und spenden, dich an die Tafel stellen und obdachlosen Menschen helfen oder einen Einkaufswagen aufstellen und Nahrungsmittel reinpacken? Da freuen sich viele Menschen darüber. Nur mal so an dieser Stelle, wie viel von den Dingen hast du getan? Und das meint jetzt gerade nicht, dass ich den Moralapostel spielen will, sondern wenn du dich beklagst, überprüfe, was hast du dafür getan? Und wenn du dich beklagst, stell dir auch die Frage, was hat es mit mir zu tun? Und das lasse ich jetzt gerade mal so stehen. Lass das mal für dich in deinem System laufen. Wir lösen das im nächsten einmal auf. Leidenschaft, die Leidenschaft.